Wisst ihr, ich würde euch gerne etwas erzählen. Etwas über die Liebe. Was ich so schön an der Liebe finde. Es sind die gemeinsamen Momente, in welchen man eins wird. Ein Herz und eine Seele. Es sind die besonderen Beziehungen, die uns alle verbinden. Die Liebe ist so verrückt und so schön zeitgleich. Wir dürfen das nie vergessen. Es ist nicht dieses zusammen alt werden und möglichst viele Runden zu überstehen. Es ist dieses Feuer im Herzen, welches wir bewahren und schätzen. Liebe muss nicht perfekt sein, nur echt. Denn wir leben nur, wenn wir lieben. Wir lernten uns in einem Club kennen. Ich verliebte mich bereits in ihre Augen, bevor ich mit ihr das erste Mal sprach. Ich fragte sie nach ihrer Nummer und wir telefonierten gleich mehrere Wochen. Nach unseren ersten Treffen, wo ich sie mit einer kurzen Jeansjacke, Skinny Jeans und einem Marc Jacobs Regenschirm traf, rufte ich meine Mutter an und sagte zu ihr: Sie wird die Mutter meiner Kinder. Ihre lebendige Art hat mich dazu bewegt, alles um mich herum zu vergessen. Noch nie in meinem ganzen Leben habe ich es so ernst gemeint wie mit ihr. Es fühlte sich alles so leicht an. Sie zieht bei mir ein und ich fühle mich wie in einem Schlaraffenland. Alles, was mir gehört, gehört ab jetzt auch dir, verkündete ich ihr mit ganz viel Stolz. Damit meinte ich auch mein Herz. Sie verzaubert meine Wohnung mit ihren Düften, welche ich bis dato nicht kannte. J'adore, Miss Dior, Tresor von Lancôme, Coco Mademoiselle von Chanel, Black Opium und noch vieles mehr. Ihr Schminktischspiegel gab mir das Gefühl, von einer Prinzessin erobert zu sein. Wir hören gemeinsam viele Songs und sehen zusammen all die großen Filme. Mit einem Joint auf der Fensterbank, während das Lied von Shindy Slow Motion in Dauerschleife lief, fühlte ich mich wie der Baba aller Babas. Und unten. Rottlich Milieu mit irgendwelchen besoffenen Schlägern, Polizisten mit Gummiknüppel und daneben bekannte Prostituierte, die uns jeden Tag Komplimente gaben, wie zum Beispiel, was für ein schönes Paar wir sind. Ihre Lieblingsfarbe ist Babyblau, meine weiß, auch wenn es keine Farbe ist. Sie liebt Mode und Fashion, ich Kunst und Filme. Sie ist gerne Kinder Bueno, ich rauche lieber eine Zigarette. Sie trinkt gerne Eistee Zitrone, ich Cappuccino mit extra viel Zucker. Ich liebte ihre Welt und sie meine. Gemeinsam einsam haben wir tatsächlich für uns das Glück gefunden. Unsere Lippen waren jahrelang unzertrennlich, dass wir damit unseren Freunden ziemlich auf die Nerven gingen. Ohne einen Regenschirm hatten wir Spaß, unter dem Regen zu stehen. Mit einer Desperados-Flasche in der Hand küssten wir uns, als gäbe es keinen Morgen. Eines Tages bemerkte ich, wie sehr du voller Leidenschaft all die Produkte wie Kosmetik liebst und meine Cousine darüber mit besonderen Details informierst. Ich wollte unbedingt, dass du darüber Videos machst und mit deinem Wissen auf YouTube teilst. Damals warst du so schüchtern und hast dich nicht einmal vor die Kamera getraut. Nicht einmal für Fotos. Für mich warst du schon immer der hellste Stern. Hätte ich die Wahl, würde ich alles genauso machen wie davor und dich gegen nichts anderes tauschen wollen. Ich bereue keine einzige Sekunde. Durch ihre dunkle Vergangenheit hat sie um sich herum ganz große Mauer errichtet, die zu ihrem Schutz waren und sie gleichzeitig von der großen Welt verschlossen haben. Ihre Aufmerksamkeit, ihre Geborgenheit, Zärtlichkeit hat mich auf den höchsten Level des Seins gebracht und ich hatte sogar oft Schuldgefühle gegenüber anderen, wieso ausgerechnet ich so viel Glück haben durfte, sie zu haben. Irgendwann konnte sie immer mehr und erreichte einen Erfolg nach dem anderen. Wir versammelten uns alle in Hamburg und gründeten die beliebteste Gang im Internet. Timo, Dagi, Dima, Melina, Simon, Shirin und viele mehr machten die Gang immer größer. Eines Tages brachte sie unser erstes Haustier nach Hause, Breshi, die es geliebt hat, mit uns auf der Matratze zu schlafen und überall in der Wohnung zu pinkeln. Eine traumhafte Zeit. Als Dima und ich als Legenden ausgezeichnet wurden, nutzte ich diesen Moment auf der Bühne vor tausend Menschen und laufenden Kameras, es der ganzen Welt zu sagen. Zusammen mit der Gang beschlossen wir, nach Köln zu ziehen, da es die meisten Veranstaltungen wie YouTuber dort gab. In unserer ersten großen Wohnung mit der Sicht auf das Gerichtsgebäude ging unser Liebesrausch weiter. Wir hatten alles und dazu noch den besten Vermieter unseres Lebens. Es passierte so viel, als wären wir jeden Tag in einem neuen, aufregenden Film. Jeder mochte uns und wir fühlten uns von allen geliebt. Mit der ganzen Gang gingen wir auf Tour. Wir waren in jeder großen Stadt, dazu noch Österreich und Schweiz. Wir hatten so viel Spaß und umarmten nach jeder Tour hunderte von Menschen. Ich habe das erste Mal eine Droge probiert und du warst bei mir. Du hattest nie Erfahrungen mit solchen Drogen und hast mich es dennoch machen lassen. An dem Tag erreichte ich Verliebtsein ins Unermessliche. Ich genoss deine Schönheit in allen Zügen. Es kam mir so vor, als wärst du die Perfektion Gottes. Die Proportionen in deinem Gesicht waren makellos einzigartig. Ich habe mich ganz fest an dich festgeklammert und du streichelst mich sanft durch meine Haare, wie eine Fee. Verdammt, mir fließen gerade die Tränen, während ich das vorlese. Für den ganzen Text habe ich nicht einmal eine halbe Stunde gebraucht, weil ich das genau noch so fühle wie damals. Der nächste Tag nach meiner Erfahrung mit dieser Substanz war grauenhaft und genau da an dem Tag warst du unterwegs. Da alle meine Glückshormone verbraucht waren, fühlte ich mich mehr als nur scheiße. Schreckliche Quittung für dieses Erlebnis danach gibt es fast bei jeder Droge.
aber meine Lieblingsdroge warst schon immer du. Ich stelle dir auf unserem geliebten ersten großen Bett einen Heiratsantrag und du sagst ja. Ganz egal, wie ich mich gefühlt habe, war sie immer für mich da. Hatte ich Probleme, war sie für mich da. Hatte ich Schulden, war sie für mich da. Bräuchte ich Hilfe, war sie für mich da. Sie entführte mich in die Welt von Glamour und ich war dabei, als ihre Träume wahr wurden. Durch sie erlebte ich die luxuriösesten Orte, durfte das teuerste Essen probieren, auf verrücktesten Partys sein und weitere interessante Persönlichkeiten kennenlernen. Eine Welt, die ich ohne sie nie sehen durfte. Leider blieb ich im Schatten meiner selbst. Ich hatte sehr oft Angst, dass jede meiner Handlungen alles kaputt machen könnte. Und genau diese Angst bringt uns oft an einem Ort, wo sie wahr werden kann. Zu oft ließ ich sie alleine, sei es auf irgendwelchen Veranstaltungen oder wichtigen Terminen. Klingt zwar komisch, aber tief im Herzen wollte ich immer bei ihr sein. Und auf irgendeine Weise war ich es auch. Wir beschließen in Vegas spontan zu heiraten. Unsere Eltern erfahren es am selben Tag und waren traurig, nicht dabei zu sein. Doch wir wollten unbedingt diesen einen Film fahren und es folgten noch weitere aufregende Wochen. Vermutlich das schönste Jahr meines Lebens, vor der Geburt unseres ersten Sohnes. 2017 haben wir mehr Länder gesehen, als wir es geplant haben. Insgesamt waren wir in mindestens 23 Ländern unterwegs. Mehr Freiheit ging echt nicht. Dann folgte die zweite Hochzeit und ebenfalls einer der schönsten Tage meines Lebens. Sie hat alles alleine organisiert und ich war einfach nur geflasht. Wie ein kleiner Junge, der zum ersten Mal Wunder erlebt und danach sehr viel Zeit braucht, um es überhaupt verarbeiten zu können. An dem Tag war mir klar, ich werde nie wieder heiraten. Weil so etwas einfach zu einzigartig ist. Es war tatsächlich ein Happy End. Doch jede Geschichte geht auch nach einem Happy End immer weiter. Eines Tages ruft sie mich an und sagt zu mir, sie sei schwanger. Ich könnte es nicht fassen, dass ein Wesen wie ich Vater werden kann. Ich verspürte Freude, viel Druck und Angst. Mich verfolgte eine besondere Angst um sie. Ich wollte unbedingt, dass alles klappt. Während der Schwangerschaft zogen wir in ein richtig großes Haus mit Garten und genossen die 9 Monate in vollen Zügen. Ich wollte unbedingt was Großes erschaffen, was mich näher zum Film bringen sollte und verbrachte sehr viel Zeit an einem Fantasy-Roman namens Lost Dreams. Am zweiten Weihnachtstag kommt mein erster Sohn auf die Welt und ab da heißt es: Hallo schlaflose Nächte. Wir waren so fasziniert von ihm, dass wir ihn manchmal einfach stundenlang ohne was zu sagen angeschaut haben. Wie ein Engel lag er da und hat nur darauf gewartet, die Welt zu erobern. Und das wollte ich ihnen auch geben. Gleich ein Jahr nach Leonardos Geburt wurde sie wieder schwanger und die Freude war riesengroß. 2020 brach über die Welt Corona aus und wir waren die meiste Zeit zu Hause. Sie verspürte im Vergleich zu ihrer ersten Schwangerschaft sehr viel mehr Schmerzen, Sorgen und Ängste. Mein Buch war nun draußen, aber alles, was ich geplant habe, sei es Buchmessen oder meine erste Kunstgalerie, könnte nicht stattfinden. Diese Zeit hat vielen das Leben gekostet, in jeder Art Hinsicht. Die Welt war grau, an manchen Stellen düster. Ich hatte auch immer mehr Angst, wie es weitergehen soll und wünschte meiner Familie die Sonne. Am 7.11. wird unser zweites Kind geboren. Unser zweiter Prinz erblickt das erste Mal die Welt und alle Familienmitglieder freuen sich darüber. Es kam mir oft so vor, als hätten wir zwei Engel in eine Welt gesetzt, welche plötzlich stehen geblieben ist. Alles wirkte traurig, selbst das Wetter draußen. Irgendwann sah ich all die Videos über Dubai und Madeira. Beides fand ich sehr interessant. Dubai punktete allerdings bei mir im damaligen Moment deutlich mehr mit all den Parks und Spielmöglichkeiten für Kinder. Es gibt tatsächlich dort nichts, was die für Kinder nicht haben. Ich fragte sie, ob sie es sich vorstellen kann, diesen Umzug zu machen. Sie war sich erst unsicher, doch am Ende ließ ich ihr nicht wirklich eine Wahl. Ich wollte nicht warten, ich wollte so schnell hin, ich wollte so schnell es geht, weg. Innerhalb von 2 Monaten haben wir es geschafft, die Hälfte unserer Sachen zu verschenken oder zu verkaufen und anschließend auszuwandern. Diese Entscheidung gehört zu dem größten Fehler meines Lebens. Die ersten Wochen waren wirklich schön, weil man wieder die Wärme der Sonne genießen durfte und das Rauschen des Meeres hören. Doch irgendwann fühlte ich mich lost. Ich könnte kein Englisch und Russen, die dort lebten, könnte ich irgendwie nicht trauen. Wir mieteten uns unnötig eine unfertige Villa mit einer 800 Quadratmeter großen Wohnfläche. Es wirkte erst wie ein Traum, aber es war keiner. Es war eine sehr wichtige Lektion. Die Villa war nie fertig und jeden Tag waren dort verschiedene Mitarbeiter. Jeden Tag Krach und Stress. Wir wussten schnell einen großen Fehler gemacht zu haben, haben aber auf Teufel komm raus versucht, das Beste draus zu machen. Wir waren wie zwei kleine Kinder verloren in der Wüste. Ich spürte, wie alles Stück für Stück kaputt ging und wir gerade noch Kraft hatten, uns um unsere Kinder zu kümmern. Nach außen gaben wir ein lächelndes Gesicht, in uns war aber vieles bereits kaputt. Es ist traurig, euch diesen Kapitel zu erzählen, aber ich wusste tatsächlich damals nicht, wohin mit uns.
Irgendwann haben wir uns entschlossen, zurück nach Europa zu ziehen und sahen Madeira als letzte Chance auch für unsere Beziehung. Sie machte ein Statement mit dem Titel „Wir haben einen Fehler gemacht“ und nahm die ganze Schuld auf sich. In dieser Zeit gab es nur Stress und Probleme. Nach erneutem Umzug waren wir nun auf der portugiesischen Insel und mehr oder weniger komplett erledigt. Erledigt von unzähligen Menschen, erledigt von Problemen und erledigt von uns selbst. Bis heute haben wir beide nie wieder dieses Gefühl gehabt, irgendwo angekommen zu sein, zu Hause zu sein. Es herrscht eine Leere in uns und die einzigen Wesen, die uns einen Sinn geben, sind unsere Söhne. Wir haben gemerkt, dass jeder von uns Zeit von anderen braucht und haben uns immer mehr voneinander entfernt. Es tut im Herzen immer noch weh, dass alles so gelaufen ist, wie es ist. Dennoch, ganz egal, wie die Geschichte bei uns weitergehen wird, muss ich sagen, habe ich die schönste Zeit von allen meinen Mitmenschen gehabt. Es ist keine Behauptung, es ist genau mein Gefühl, was mich immer wieder daran erinnert, dankbar zu sein. Menschen trennen sich zwar, aber ich werde mich niemals von dieser schönen Zeit trennen. Ich werde alles Gute an alles Schöne jedes Mal erinnert, wenn ich in die Augen meiner Söhne schaue. Mir geht es besser als den meisten Menschen und ich erlebte eine ehrenvolle und treue Beziehung. Alles Negative, was mir versucht, auf der Verstand einzutrichtern, ist nur das Ego. Nur das Ego. Ich werde versuchen, mich mehr den Dingen zu widmen, die mich wieder glücklicher machen. Und um ehrlich zu sein, dieses Video ist für mich das allerschwierigste Video bis jetzt gewesen. Es ist mehr als nur schwer, es Revue passieren lassen. Doch mein Herz sagt mir, ich soll das einfach machen. Es hochladen und es stehen lassen. Ich liebe dich, so wie ich dich kenne, weil ich dich kenne, auch nach unserer Trennung, so wie du bist, ohne dich ändern zu wollen, in guten und in schlechten Tagen. Es gibt keine andere Liebe als dich, von Anfang bis Ende. Du bist meine Familie und die Mutter meiner Kinder. Du bist eines der schönsten Geschenke meines Lebens. Falls ihr euch fragt, wieso ich sie sage, liegt nur daran, weil ich mich damit schwer tue, ihren Namen zu nennen. Mit diesem Video hoffe ich, Menschen zu erreichen, die das Gleiche fühlen wie wir beide und in schweren Zeiten Dankbarkeit statt Verlust empfinden.